Ja, hier ist Chris Hemschemeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut, Coach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Thema heute ist Evolution der Herzen. Wenn du dich für meine Hilfe interessierst, findest du übrigens alles auf liebeship.de. Kann man auch mal, also persönliche Fragen sich beantworten lassen oder Sessions. Und Ende des Jahres habe ich übrigens auch wieder meine Ausbildung. Und mit persönlichen, also Liebeship Party steht hier im September und ansonsten Lesungen, gucken wir gerade, wann das wieder geht. Das ist ja alles immer noch ein totaler Kack irgendwie. Aber gut, Thema heute, die Evolution der Herzen. Was ist damit gemeint? Also, eigentlich wünschen wir uns ja alle Friede, Freude, Eierkuchen, alles läuft in der Beziehung, also im Leben am besten da draußen auch und ist ja auch schön. Und trotzdem bin ich überzeugt, ist das hier auf der Erde, hier in dieser Zeit, das ist für niemanden ein Spaziergang. Ich glaube, wir alle sind hier in eine total turbulente Zeit geboren. Ich glaube auch nicht, dass es das war. Also mit Corona war es das vielleicht jetzt, Glück haben, aber ich glaube, das war es noch nicht. Da werden noch einige, ich will jetzt nicht unken, aber ich glaube, da werden noch einige Krisen kommen, anderer Natur. Das wird eine turbulente Zeit jetzt so, ne? Und ja. Aber gut, mal zurück auf Beziehungen. Auch in Beziehungen sind es turbulente Zeiten, weil, also auch in Beziehungen spiegelt sich das wieder, dass wir einfach in turbulenten Zeiten leben. Und was man sich, glaube ich, immer wieder klar machen muss, wir lernen natürlich auch in schönen Beziehungen, aber vor allen Dingen lernen wir halt, wenn mal Sachen schief gehen, ne? Also dann kann man sich natürlich stehlen. Es gibt ja dieses schöne Bild mit dem Diamanten, wie entsteht ein Diamant unter Druck, so, ne? Unter Druck wird Kohlen steht, glaube ich, nur aufs Kohlenstoff, ne? Also könnte auch ein Baum sein, aber der wird dann halt so zusammengepresst. Das ist eben Diamant wert, so, ne? Und ich denke, so ist das auch in diesem Leben, dass man immer wieder Challenges hat und man kann natürlich sagen, ey, ich guck weg, ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen. Und man kann auch mal sagen, oh, ich habe jetzt gerade mal überhaupt keinen Bock an mir zu arbeiten oder ich will einfach mal nur, weiß ich nicht, alles vergessen oder. Ja, kann man alles machen, aber irgendwann, ja, kriegt, weiß nicht, sollen wir halt, wollen wir halt unsere Lektionen lernen, auch in Beziehungen. Und das geht dann eben immer in Steps, so. Und ich denke, das passiert sowohl, wenn du, das passiert sowohl, wenn du keine Beziehung hast, beziehungsweise wenn du dich von Beziehung zu Beziehung, wenn du magst, weiterentwickelst, ne? Also du machst wieder eine Erfahrung, kriegst damit ein Feedback mit so einer Beziehung, also weil jede Beziehung ist erstmal die richtige so, ne? Auch eine toxische, weil dann gibt es eben in dir auch toxische Elemente aufzulösen, so, ne? Wie zum Beispiel, also toxisch ist auch im Sinne von zu co-abhängig, zu nett, zu stehst nicht genug für dich ein und so weiter. So, man kriegt dann dieses Feedback und dann darf die Beziehung natürlich auch genießen und alles, kriegt dann dieses Feedback und muss dann den nächsten Step machen. So, und entweder die Beziehung entwickelt sich dann weiter oder es geht auseinander und ja, und du hast wieder Single und kommt die nächste Beziehung. Oder du entwickelst dich in der Single, also die Single-Zeit ist die Herausforderung und du darfst dich da weiterentwickeln und da gibt es da einen nächsten Step und einen nächsten Step und also ich glaube, es ist schwierig, da letztlich vorwegzulaufen und da kann man es auch gleich sehen als ein, ja, also ein Weg der Evolution, also genau wie das Leben sozusagen auf diesem Planeten ja so in Schritten entsteht und dann verändert sich die Umwelt und dann müssen sich die Lebewesen an diese Umwelt anpassen und dann geht die Entwicklung eben in die Richtung. Sozusagen, das hier, so hat sich das ganze Leben ja entwickelt hier auf diesem Planeten bis, ja. Bis jetzt da, wo wir jetzt stehen, das wird ja auch weitergehen, so, und genauso entwickeln sich auch unsere Herzen sozusagen, ne? Und von
Erfahrung zu Erfahrung oder eben gerade auch bei schwierigen Erfahrungen dürfen so eine Evolution kommen, dürfen uns, ja, wenn man so will, wir natürlich eigentlich immer gut genug, immer perfekt, aber wir dürfen uns weiterentwickeln, neue Sachen lernen, und dann geht es von da weiter so, ne? Und das heißt, wenn du dich vielleicht in so einer Serie gefunden hast von, weiß ich nicht, Beziehungsstarts, Beziehungsversuchen oder dich auch in einer Dauerbeziehung findest, wo es immer wieder neue Challenges gibt, ja, akzeptiere es, lieb es so, wie es ist und sag dir, ja, das ist geil, das ist so wie wenn ich so ein Trainingsprogramm habe und dann gibt es mal dieses Problem und dann muss ich den Muskel wieder trainieren und dann muss ich wieder Ausdauer machen oder mal machst du auch nichts und liegst auf der faulen Haut, das ist auch total in Ordnung, ne? Aber es ist, unsere Seele zieht uns immer weiter und also wir werden uns nicht die ganze Zeit auf die faule Haut legen können, weil es kommen automatisch Aufgaben und wie gesagt, wie ich so die Energie jetzt im Moment wahrnehme, geht es wirklich tak, 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 irgendwie, ne? Da wird nochmal so richtig, warum auch immer, vielleicht kommt danach das goldene Zeitalter, wer weiß, aber wird nochmal richtig Gas gegeben, so und Corona ist eine riesen Challenge für alles, auch völlig egal, wie man das jetzt so sieht, ob du jetzt da denkst, hier ist eine Weltverschwörung oder es ist die Chinesen oder die, es spielt überhaupt keine Rolle, es ist für alle eine Challenge, also diesmal für die ganze Welt, so, ne, und ja, für die einen noch viel mehr als für die anderen, so. Und wer dann dran erkrankt, sowieso, das weiß ich nicht, durch welche Ängste man da geht vielleicht. Und ich denke, wenn man das wirklich mal hat, dann denkt man wahrscheinlich nicht, oh, das ist nur eine Grippe, sondern geht man wahrscheinlich schon ganz schön der Arsch auf Grundeis, irgendwie, vermute ich mal. Und ja, aber gut, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich wollte nur sagen, das ist eine Challenge und ich denke, da werden noch mehr kommen. Und das Beziehungsleben. Ja, warum gibt es so viel toxische Beziehungen? Ja, ich glaube, weil momentan auch das Beziehungsleben, warum auch immer, weiß ich auch nicht, aber halt gechallenged wird, ne? Und da so richtig Druck gerade drin ist, ne? Man kann eben nicht mehr sich dahinstellen, jemanden heiraten und dann das 60 Jahre laufen lassen. Das funktioniert irgendwie nicht mehr, ne? Also vielleicht hat es früher besser funktioniert oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aber ja, es ist. Also wir können uns der Entwicklung und sollten wir auch gar nicht wollen, nicht verschließen, sondern sollten uns einfach sehen als ein Prozess, wo wir zu immer geileren Diamanten werden. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.